Wir sind zutiefst traurig und traumatisiert, als wir vor wenigen Minuten die herzzerreißende Nachricht vom Tod von Michael Schumacher erhielten. Eine Legende des Autorennsports hat uns verlassen und eine Lücke hinterlassen, die im Sport und in den Herzen der Fans auf der ganzen Welt nur schwer zu schließen ist. Michael Schumacher, dessen Name mit Geschwindigkeit, Exzellenz und Leidenschaft für den Rennsport verbunden ist, ist einer der größten Fahrer in der Geschichte der Formel 1. Er hat viele unvergessliche Erfolge erzielt, darunter 7 Weltmeisterschaftssiege und viele internationale Rennrekorde. Schumachers Leben dreht sich nicht nur um seine Rennkarriere. Er ist ein respektierter Ehemann, Vater und Teamkollege. Für die Familie Schumacher ist dieser Verlust unbeschreiblich und wir sprechen ihnen in diesen schweren Zeiten unser tiefstes Beileid aus. Fans auf der ganzen Welt freuen sich über die Trauer. Denn Schumacher ist nicht nur ein Denkmal im Rennsport, sondern auch ein Symbol und eine Inspiration. Sein moralischer Charakter, seine Entschlossenheit und seine Geduld haben ein bleibendes Erbe hinterlassen, und die Spuren, die er hinterlassen hat, werden für immer in den Herzen der Menschen weiterleben. Wir erinnern uns an die attraktiven Rennen, glänzenden Siege, klassischen Momente und Schumachers strahlendes Lächeln auf dem Podium. Bei jedem Rennen hat er uns mit der herausragenden roten Flagge von Ferrari Freude, Aufregung und Stolz beschert. Michael Schumacher ist nicht nur Rennfahrer, sondern auch ein Mensch mit einem gütigen und liebevollen Herzen. Jede seiner Aktionen, von schmerzhaften Schlägen bis hin zu glorreichen Siegen, hat die Herzen von Fans und Gegnern berührt. Wir wünschen Michael Schumachers Seele Frieden und Ruhe. Gleichzeitig sprechen wir seiner Familie und seinen Angehörigen unser aufrichtiges Beileid aus und hoffen, dass sie in den schönen Erinnerungen an einen großartigen Mann, der Millionen von Herzen auf der ganzen Welt erobert hat, Kraft und Vertrauen finden können. Die Zeit ist vergangen, aber der Tod von Michael Schumacher hinterlässt immer noch großen Schock in der Rennsportwelt und in den Herzen der Fans auf der ganzen Welt. Wir werden ihn immer als Ikone, Helden und Legende in Erinnerung behalten. Die Beerdigung von Michael Schumacher wird in einer Atmosphäre der Trauer und Erinnerung stattfinden. Dies ist nicht nur die Beerdigung eines Rennfahrers, sondern auch die Beerdigung eines Menschen mit einer großen Seele und einem mitfühlenden Herzen. In den nächsten 2 Tagen werden sich Fans, Teamkollegen und alle, die Michael Schumacher lieben, an der Grabstätte versammeln, um ihre Trauer zu teilen und sich an die schönsten Erinnerungen mit ihm zu erinnern. Dies ist eine Gelegenheit, den Schmerz über den Verlust zu teilen, aber auch eine Gelegenheit, sich an die Erfolge, Freuden und großartigen Beiträge zu erinnern, die Michael Schumacher in die Welt des Rennsports gebracht hat. Der Abschied von Hans Siegel, dem großartigen Schauspieler, war für Publikum und Fans auf der ganzen Welt ein herzzerreißender Abschied. Hans Siegel hat mit seinen herausragenden Rollen und seiner abwechslungsreichen Karriere tiefgreifende Spuren in der Filmbranche hinterlassen. Wir erinnern uns an Hans Siegel nicht nur als talentierten Schauspieler, sondern auch als freundlichen, engagierten und positiven Einfluss. Gleichzeitig sprechen wir seiner Familie, seinen Verwandten und Freunden unser tief empfundenes Beileid aus. Bitte bewahren Sie in Ihrem Herzen die schönen Erinnerungen an einen großartigen Künstler, der die Kinokunst berühmt gemacht hat. Wir hoffen, dass sowohl Hans Siegel als auch Michael Schumacher mit dankbarem und ehrfürchtigem Herzen in Erinnerung bleiben und dass unsere Zuneigung immer eine Quelle der Ermutigung für diejenigen sein wird, die uns verlassen haben. Der Tod von Michael Schumacher markierte ein trauriges Ende für die Lebensreise eines der berühmtesten Rennfahrer in der Geschichte des Motorsports. Die Nachricht von Schumachers Tod schockierte nicht nur die Rennsportgemeinschaft, sondern auch alle, die ihn auf der ganzen Welt liebten. Michael Schumacher,
der viele Titel und große Erfolge in der Welt des Formel-1-Rennsports gewann, wurde zum Symbol für Rennsportqualitäten, Engagement und Kampfgeist. Er hatte eine herausragende Karriere und hinterließ unvergessliche Spuren in der Sportgeschichte. Der Tag, an dem Michael Schumacher starb, war für Millionen Fans auf der ganzen Welt ein trauriger Tag. Er ist ein Denkmal, ein Vorbild und die Fans haben seine Karriere mit Stolz verfolgt. Schumachers Tod ist nicht nur ein großer Verlust für die Rennsportwelt, sondern auch das Ende einer Ära, in der er sich einen Namen gemacht hat. Die Beerdigung von Michael Schumacher wird für alle eine Gelegenheit sein, sich an eine Legende zu erinnern und sie zu verabschieden. Fahrer, Teamkollegen und Fans werden zusammenkommen, um Schumachers erfolgreiches Leben und schöne Erinnerungen an sich betrachte Q1. Jetzt gucken wir uns Q1 an. Fall 1. Q1 Element Prim Zahlen. Dann wissen wir, okay, dann ist N gleich D1 mal Q1 PFZ von N. Also wenn Q1 eine Primzahl ist, dann habe ich mit dem kleinsten Teiler D1 und Q1 bereits eine Primfaktorzerlegung gefunden. Fall 2. Q2 Nicht-Element Primzahlen. Q1 natürlich, klar. So. Dann verfahre. Schreib es mal hin wie oben. Das heißt, es existieren D2 mal Q2 ist gleich Q1. Ja? Also wenn Q1 keine Primzahl ist, dann gibt es wieder einen kleinsten Teiler von Q1, der Primzahl ist, und dann ein Komplementärteiler dazu, Q2. Ich schreibe das jetzt mal hier nicht in aller Ausführlichkeit auf, sondern ich argumentiere mehr hier. Ich kann also das Q1, wenn es keine Primzahl ist, wieder genauso zerlegen, wie mein N hier oben, in einen kleinsten Teiler, der Primzahl ist, und Q2. Ja? Ja? Muss es das sein? Oder kann es auch noch anders sein? Ich gebe ein Beispiel, wenn wir die 12 Teile werden mit kleinen Stimmen mit 2, also können wir ja auch die 3 sein. Ja, okay, sagen wir so, es könnte auch ein anderer Primfaktor sein, genau, aber bei dem weiß ich im allgemeinen Fall nicht, dass es ihn gibt. Ich weiß aber mit dem Satz vom kleinsten Teiler, dass es auf jeden Fall mal der kleinste Teiler eine Primzahl ist. Das weiß ich, also nehme ich mit ihm. Man könnte natürlich rein theoretisch auch einen anderen nehmen, aber da weiß ich nicht, ob es ihn gibt. Im allgemeinen Fall weiß ich aber, die kleinsten Teiler, die Primzahl, kleinste Teiler, die gibt es. Und die nehme ich. So. Das bedeutet, und Sie sehen die Struktur, das geht immer so weiter. Ne? Letztlich ist hier nämlich dann N gleich D1 mal D2 mal Q2. Und dann nehmt ihr das hier, schaut ihr das an. Da gibt es wieder zwei Fälle. Primzahl, fertig.